Servus Leute, heute gibt es mal wieder einen etwas fetteren Selfmade und zwar diesen 32 Shotcake, also die 32 Schuss Feuerwerksbatterie. Steht hier auch nochmal auf Deutsch drauf. Ich hatte ja schon mal eine Feuerwerksbatterie gebaut zu einem Abo-Special. Allerdings war dann noch auf jeden Fall Luft nach oben. Zum Beispiel die Flying Fish Mines, die haben wunderbar funktioniert, aber die anderen Sachen waren noch nicht ganz zufriedenstellend. Deswegen habe ich jetzt hier mal wieder einen gebaut. In der Hoffnung, dass es jetzt besser funktioniert. Hat 32 Schuss hier hinten, also zum Design. Ich habe ungefähr wieder das Design gemacht wie bei dem anderen, bloß ist jetzt eben viereckig. Hier steht einmal eben 32 Schuss Batterie, FPS Büro AD. Auf der anderen Seite das Ganze in Englisch. Dann auf der hinteren Seite noch, was für Effekte da drin sind. Das wäre viermal eine Crackling Starmine, 6 Flying Fish Starmines, 6 Titan Salut Bombetten, 8 Effekt Bombetten und 8 Single Shot Mines. Also das sind so Shots halt, die nur einen Stern nach oben schießen. So, ja, seht ihr ja dann. Und auf der anderen Seite, wo die Zünden ist, hier noch ein bisschen geschwätzt, einfach so just for fun. Und hier anzünden. Jo, dann will ich auch nicht hier groß weiter rumlabern. Dann gibt es jetzt die Zündung. Und danach werde ich noch ein paar Sachen zu den Effekten erzählen, was es genau war, wie man es machen kann und ein paar interessante Sachen eben. Ja, viel Spaß bei der Zündung. Ich habe die Alufolie noch runter gemacht, dass die mir die Effekte nicht beeinträchtigt. Dann hoffen wir mal, dass alles so läuft, wie ich es mir erhoffe. Leider ist mal wieder die Zündschnur ausgegangen. Das Problem gibt es anscheinend immer noch. Deswegen zünde ich die jetzt nochmal an hier. Ja, das hat ja schon mal um einiges besser funktioniert als meine letzte Batterie, allerdings auch nicht perfekt. Wenn man mal von dem einen Zündaussetzer absieht, da war wohl das Zündschnurstück ein bisschen zu kurz in dem einen Rohr drin. Sonst hat es ja einwandfrei gezündet und in der Mitte war das Problem, dass es eine Reihe durchgezündet hat, als die ersten roten Sterne raufgeflogen sind. Deswegen ist da alles ein bisschen auf einmal hochgegangen und die Flying Fish Mines waren auch nicht so gut, sage ich jetzt mal, wie die letzten, weil ich die Zündschnurstückchen wohl ein bisschen zu lang geschnitten habe. Deswegen sind die ein bisschen zu viel rumgeflogen, sage ich jetzt mal. Ja, und diese roten Single Shot Stern-Effekt-Schieß-Dinger, sage ich jetzt mal, wo vier Sterne geschossen haben, da die waren mit einer schnellen Zündschnur verbunden. Die sollten eigentlich einen fächerartigen Effekt geben, allerdings sind die trotzdem, dass die Rohre schief standen, einfach gerade nach oben geflogen und nicht schief geflogen. Was mich ehrlich gesagt gewundert hat, habe ich wohl nicht schief genug eingeklebt da. Ja, hier habe ich noch ein Bild, bevor ich die Batterie zugeklebt habe oben, woran ich jetzt noch ein bisschen erklären werde, was eigentlich genau drin war. Und zwar habe ich ja in letzter Zeit einige Videos zu solchen Effekten gemacht und deswegen werde ich die jetzt hier alle verlinken, damit man auch sehen kann, wie ich die gemacht habe. Und zwar hier angefangen mit den 8 Effektbombetten. Da waren Raketeneffekte drin. In meinem Video, was da verlinkt ist, habe ich ja nur Crackling reingetan. Ich habe da einfach nur Raketeneffekte dazu getan. Dann 6 Salutbombetten mit Titaneffekt.
Das sind eigentlich genau dieselben, wie ich auch in meinem Video gemacht habe, nur mit einem stärkeren Zerleger. Dann noch die vier Plastikröhrchen, das waren Cracklings Starmines, wie in meinem Video Jugendfeuerwerk Starmines basteln. Also da habe ich auch welche mit Crackling gemacht. So ungefähr waren die, bloß ein bisschen dicker. Und dann noch die Flying Fish Starmines. Dazu hier das Video. Ja, mal sehen, ob ich nochmal irgendwann eine bauen werde, die dann noch besser funktioniert, hoffentlich. Ja.